Herzlich willkommen zu unserem neuen Monatsupdate von der AKX. Wir sind richtig gut ins neue Jahr gestartet und freuen uns, das jetzt mit euch teilen zu können. Vor allem nochmal vielen Dank für das tolle Feedback und die vielen Kommentare. Wir versuchen immer alles zu beantworten und freuen uns sehr darüber. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Diesen Monat haben wir bei den Einbauteilen der Winglets weitergearbeitet. Wir haben einmal die linke Winglet-Form ausgeschäumt mit einem schnell aushärtenden PU-Schaum. Der ganze Prozess ist relativ stressig, weil man eben in kürzester Zeit alles vermischen und reinkippen muss. Dann haben wir aber den fertigen Schaumkern rausnehmen können. Dabei haben sich leider doch beide Schalen aus der Form gelöst, aber wir wussten mittlerweile ganz gut, wie wir die zuverlässig wieder einkleben, und das haben wir dann auch gemacht. Genau, die andere Art, die Einbauteile zu bauen, war, wie ich schon erwähnt hatte, im letzten Video mit 3D-gedruckten Formen. Da haben wir diesen Monat alle Teile, die das betrifft, fertig gebaut, und wie man sieht, sind die eben geometrisch etwas komplizierter, aber eben auch kleiner als die Teile, die wir über die Schaumkerne dann anpassen. Bei der Steuerung konnte ich inzwischen den Lagerbock für die Hohlwelle in den Rumpf kleben. Dazu haben wir, wie im Segelflugzeugbau üblich, ein Gemisch aus Epoxidharz und Baumwollflocken genutzt. Nun können wir schon sehen, wie die Hebel für Bremsklappe, das sind hier die bereits aus Aluminium gefertigten Teile, die so auch als fliegende Teile im Flugzeug verwendet werden, als auch die noch Mockup-Teile aus dem 3D-Drucker für die Wölbklappe angeordnet sind, um jeweils die Bewegung von den Handhebeln in der Seite der Bordwand auf die entsprechenden Steuerelemente, die dann vorne im Flugzeug kommen, zu übertragen. Dazu erklären wir euch in einem späteren Video dann nochmal mehr. Also dann sind wir jetzt hier am Rumpfende von der AKX angelangt und beim Trimgewicht. Das Besondere bei der AKX ist ja, dass der Pilot eigentlich im Schwerpunkt vom Flugzeug sitzt. Das bedeutet, unterschiedliche Pilotengewichte beeinflussen die Schwerpunktlage vom Flugzeug nicht wirklich. Trotzdem braucht man bei der AKX ein Trimgewicht, um die unterschiedlichen Schwerpunktlagen halt zu erfliegen und je nachdem unterschiedliche Flugverhalten einzustellen. Da ist es bei der AKX mit dem Trimgewicht auch ein bisschen schwieriger als bei anderen Flugzeugen, nämlich das soll zum einen sehr modular sein und relativ schwer in der Maximalbeladung sozusagen. Deswegen ist es jetzt auf die Konstruktion hier gekommen. Die besteht zum einen aus einem Teil, der dauerhaft am Rumpf angeschraubt ist. Das ist bestehend aus diesem Frästeil hier. An das Frästeil wird dann ein Rohr angeschweißt, was in den Wassertank, welcher davor ist, hineinragt. Und das Rohr wird mit einem Deckel verschlossen, und durch das gesamte Rohr geht dann eine Gewindestange. Für die Modularität haben wir Bleigewichte gegossen. Dafür haben wir zuerst Formen 3D gedruckt, die Formen mit Hochtemperatursilikon ausgefüllt und dann die Bleigewichte gegossen, welche jeweils 2 Kilogramm wiegen, und insgesamt sind es dann 8 Bleigewichte. Die Bleigewichte werden dann über die Gewindestange befestigt. Wenn man dann jetzt noch ein höheres Gewicht vom Trimgewicht haben möchte, gibt es hier diese Spitze, die Edelstahlspitze. Die wurde aus einem über 50 Kilogramm schweren Block gefräst und wiegt jetzt so ein bisschen über 10 Kilo. Die wird hier hinten am Flugzeug aufgesetzt. So, und wird dann auch durch die Gewindestange befestigt. Als Verkleidung dann von dem ganzen Trimgewicht haben wir erstmal auf unserer Fräse eine zweiteilige Ureolform gefräst und dann die Verkleidung laminiert. Die Verkleidung wird dann durch federgelagerte Bolzen, also 3 Stück, die hier eingeschraubt sind, befestigt, und somit ist dann das Trimgewicht nach außen hin abgeschlossen.
Die nächsten Schritte sind jetzt zum einen die Bleigewichte zu beschichten, sodass in der Handhabung das nicht so giftig ist. Und dann die Schweißteile oder die Teile, die noch zusammengeschweißt werden, zusammenschweißen. Und dann ist das Trimmgewicht beinahe abgeschlossen. Beim Flügel haben wir diesen Monat den Holm als Bauteil fertigstellen können. Und zwar gab es dann noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Zum einen mussten wir Rippen einkleben, die verhindern das Beulen der Gurte bei sehr hohen Lasten. Das sind in Flugrichtung betrachtet auf der Rückseite Rippen aus Flugzeugsperrholz und auf der Vorderseite sind das welche aus Kohlefaserplatten, aus dem einfachen Grund, dass die eben im Integralwassertank stehen und wir nicht wollen, dass uns dort das Holz wegfault. Die haben wir dann noch verstärkt mit Kohlefaser-UD-Bändern und anschließend noch Löcher durch den Holmsteg gebohrt. Die sind dafür da, dass die Steuerung dort durch den Holmsteg durch kann. Das ist die Bremsklappe und das Seitenruder. Die haben beide Stangen, die dort durchlaufen. Und dann konnten wir gerade eben hier die Form schließen, weil wir den Holm mit der Oberschale verklebt haben. Das sieht man hier ganz gut an diesem Schnitt unseres Bruchflügels, den wir schon vor einigen Jahren gebaut haben. Da ist hier die Unterschale, die Oberschale und hier der Holm. Das ist jetzt ganz am Winglet. Im weiteren Verlauf wird er dann auch breiter und in der Form ein bisschen anders. Aber vom Prinzip haben wir eben hier die beiden Gurte und dazwischen den Steg. Und was wir jetzt im ersten Schritt eben gemacht haben, wir haben den Holm mit der Oberschale hier nur verklebt. Das hier unten ist noch nicht verklebt. Dafür haben wir ein Epoxidharz verwendet, angedickt mit Baumwollflocken und Aerosil. Und im nächsten Schritt wird dann diese Unterschale wieder abgehoben. Das ist jetzt hier auf dem Kopf, wird wieder abgehoben und wir können dann mit dem Steuerungseinbau weitermachen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn, dann lasst uns gerne ein Like da. Oder schreibt uns einen Kommentar zu Fragen, die ihr habt oder einfach nur Anregungen, da freuen wir uns sehr darüber. Und generell, wenn euch noch andere Sachen interessieren, die wir in der Ackerflieg machen, freue ich mich, euch erzählen zu können, dass ich Projektleiterin von unserem Twin-Projekt bin. Da haben wir 3 kaputte Flächenpaare und 2 Rümpfe von einem doppelsitzigen Segelflugzeug gekauft und reparieren die jetzt gerade wieder. Da werden wir euch auch in 2 Wochen ein kleines Video zu zeigen, was wir da alles genau machen. Also abonniert auch gerne den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und sonst noch eine schöne Zeit und bis dahin.